Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei dem Spitzengespräch haben der SPD-Vorsitzende Bundeskanzler Schröder und CDU-Chefin Merkel heute den weiteren Kurs für die Verhandlungen über die Gesundheitsreform abgesteckt. Danach sollen an den Beratungen von SPD, Grünen und Union auch Vertreter der FDP teilnehmen. Bei dem Treffen bekräftigten Schröder und Merkel zudem ihren Willen, bereits bis Mitte Juli zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Die Runde unter Länderbeteiligung soll erstmals am Sonntag zusammenkommen. Sie wollten unter sich bleiben, ohne Kameras. Rund 45 Minuten trafen sich der Kanzler und die CDU-Vorsitzende hinter dieser Tür in Schröders Bundestagsbüro. Schröder hatte bei Merkel um dieses Gespräch nachgesucht, um eine Mehrheit für die Gesundheitsreform zustande zu bringen. Merkel zum Ergebnis: sachlich und konstruktiv. Und wie weit sind Sie gegangen dabei, inhaltlich? Wir haben das nochmal bestätigt, was gestern die Fachexperten gesagt haben, und haben des Weiteren festgelegt, wenn es zu Ergebnissen kommen sollte auf der Fachebene und noch Probleme übrig bleiben, dass dann die Parteivorsitzenden und eventuell auch die Fraktionsspitzen sich treffen, um das Restliche zu besprechen, und damit nochmal bekräftigt, dass es den guten Willen gibt. Der Kanzler ließ hinterher seine Gesundheitsministerin das heutige Gespräch mit Angela Merkel bewerten. Also es ist der echte Wille da, dass wir diese Gesundheitsreform auch gemeinsam auf den Weg bringen, und auch ein Wille da, sich zu einigen, weil alle auch spüren, wir brauchen eine Reform. Und die Bürgerinnen und Bürger hätten gerne, dass wir uns einigen und nicht, dass wir uns streiten. Neben Rot-Grün und der Union ist nun auch die FDP mit an Bord, wenn es um die Gesundheitsreform geht. Wir als FDP haben aber nicht nur den Willen, dass es zu einem guten Ergebnis kommt. Wir wollen vor allen Dingen, dass es ein richtiges Ergebnis wird. Und das heißt nicht noch mehr bürokratische Planwirtschaft im Gesundheitswesen, sondern Wettbewerb und Freiheit. Unklar blieb heute, ob die Parteien nun bereit sind, sich auch bei den anderen Reformen zu einigen. Kein Zweifel, die politischen Parteien rücken zusammen. In Zeiten des massiven Reformstaus sind sie bereit, sich zumindest auf ein großes Reformvorhaben zu einigen. Aber in der CDU wird heute Abend vor zu großen Erwartungen gewarnt. Bei der Steuerreform etwa müsse erst einmal die Regierung die Einzelheiten auf den Tisch legen. Der Bundeshaushalt 2004 steht. Finanzminister Eichel und Gesundheitsministerin Schmidt legten heute in einem Gespräch bei Bundeskanzler Schröder ihren Streit über Kürzungen im Sozialetat bei. Schmidt stimmte nach Angaben aus Regierungskreisen Einsparungen in Milliardenhöhe zu. Mit der Einigung wurden die letzten Etatfragen noch vor der Kabinettsklausur am Wochenende geklärt, bei der auch darüber entschieden werden soll, ob die dritte Stufe der Steuerreform vorgezogen wird. Der Arbeitsminister war guten Gewissens am Morgen ins Kabinett gekommen. Er spart beim Zuschuss für Arbeitslose. Nur 4 Milliarden bekommt er nächstes Jahr von Hans Eichel, fast die Hälfte weniger als dieses Jahr. Einschnitte gibt es auch bei der Eigenheimzulage, und die Beamten müssen Abstriche machen beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Nur die Sozialministerin hatte sich Eichels Sparforderungen bis zuletzt widersetzt. Nach der Kabinettsrunde mussten diese beiden deshalb nachsitzen, antreten zum Rapport beim Kanzler. Mit Erfolg, Einigung wurde erzielt. Die Sozialministerin beschrieb das Ergebnis am Abend so: Jeder muss etwas dazu geben, dass auch der Haushalt, wir brauchen einen verfassungskonformen Haushalt, und wir brauchen auch stabile soziale Sicherungssysteme. Und deshalb muss man gucken, jeder Minister oder Ministerin, was sie in ihrem Rahmen tun kann. Und insofern ist das ein gemeinsames Projekt des Kabinetts. Übersetzt heißt das, der Sparbeitrag der Sozialministerin wird weit weniger hoch ausfallen als von Hans Eichel geplant. Etwa 2 Milliarden, es reicht aber für einen verfassungskonformen Haushalt. Dafür stellt die Sozialministerin sicher, dass der Rentenbeitrag stabil bleibt. Wie das geschieht, dazu schwiegen fast alle heute. Einzig die Grünen wagten sich aus der Deckung. Wir müssen auch noch mal darüber reden, dass beispielsweise die Rentenanpassung, die Anhebung im nächsten Jahr ausgesetzt wird. Wir können sonst die Beiträge nicht stabil halten. Im Finanzministerium werden zur Stunde die letzten Eckdaten in den Haushalt eingearbeitet. Damit ist der Weg bereitet für eine Entscheidung auf der Kabinettsklausur am kommenden Wochenende, die Steuerreform vorzuziehen. Wie das dann finanziert werden soll, davon steht in diesem Haushaltsentwurf noch nichts. Wenn also die Entscheidung positiv ausfällt, muss der Haushalt im Herbst noch einmal überarbeitet werden. Der Tarifkonflikt in der ostdeutschen Metallindustrie geht möglicherweise in die entscheidende Phase. Morgen soll ein Spitzentreffen von IG Metall-Chef Zwickel und dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Kannegießer stattfinden. Sie wollen dabei mögliche Kompromisse im Streit um die Einführung der 35-Stunden-Woche im Osten ausloten. Übermorgen sollen dann in Berlin die eigentlichen Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden.
Heute noch müssen die Streikenden beim BMW-Zulieferer ZF in Brandenburg Arbeitswillige in den Betrieb lassen. Ab morgen wird hier wieder regulär gearbeitet. Damit will die IG Metall ihre Gesprächsbereitschaft unterstreichen und sie kommt einem drohenden Haustarifvertrag zuvor. Die Gewerkschaftsspitze räumt ein, dass die Basis zur Aufnahme der Verhandlungen gedrängt hat. 3 Wochen Streik, 4 Wochen Streik, dann nimmt das Fragen auch der Streikenden so, wie geht es weiter, wann gibt es ein Ergebnis. Und das ist ganz natürlich, dass das unter den gegenwärtigen Bedingungen, dass dieses Fragen deutlicher ist als wie in Hochkonjunkturzeiten. Immerhin 10 Betriebe und 8.500 Metaller waren heute noch im Ausstand. Die Arbeitgeber würden es zwar sehr begrüßen, wenn der Streik während der Verhandlungen ausgesetzt würde, doch eine Bedingung sei das nicht. Wichtiger seien inhaltliche Zugeständnisse der Gewerkschaft für einen Erfolg der Verhandlungen. Wir brauchen ein neues Modell und es gibt dafür verschiedene Bausteine und über die wird man, das wird man ausloten müssen in diesen Verhandlungen, inwieweit beide Seiten sich Bausteine vorstellen können, die zu einem völlig neuen Ansatz führen. Dazu ist der Verhandlungsführer der IG Metall durchaus bereit, aber nur in einem gewissen Rahmen. Denn Arbeitszeitverkürzung wird weiter gefordert. Man kann eine Kennziffer heranziehen, die da lautet Produktivitätsentwicklung, Lohnstückkostenentwicklung und kann von der durchaus sehr differenziert abhängig machen, in welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten bestimmte Prozesse auch stattfinden. Auf jeden Fall wolle man den Flächentarifvertrag retten, denn der sei inzwischen in Gefahr. Die Tarifverhandlungen für die Druckindustrie stehen auf des Messers Schneide. Nach einer Unterbrechung wurde die 6. Verhandlungsrunde am Abend in Frankfurt am Main fortgesetzt. Zu Beginn hatten beide Seiten betont, man strebe einen Abschluss für die 220.000 Beschäftigten noch für heute an. Die Gewerkschaft Verdi fordert für dieses Jahr 1,9% mehr Geld, für nächstes Jahr 2,1%. Die riskanten Großbritannien-Geschäfte der WestLB beschäftigen nun auch die Staatsanwaltschaft. Das Kreditinstitut teilte mit, die Bankenaufsicht habe Unterlagen an die Düsseldorfer Ermittlungsbehörde weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben, ob sich Verantwortliche der WestLB der Untreue schuldig gemacht haben. Vor 2 Tagen war der Vorstandsvorsitzende Sengira zurückgetreten. Die Bankenaufsicht soll zuvor, nach einem Gesamtverlust in Milliardenhöhe, mangelnde Kontrollen der Bank gerügt haben. Die Europäische Union und die USA wollen ihre Zusammenarbeit im internationalen Kampf gegen Terroristen ausbauen. Das vereinbarten beide Seiten in Washington. Beeinträchtigt wurde das jährliche Gipfeltreffen der beiden größten Wirtschaftsblöcke der Welt von einem Handelskonflikt. Die USA kritisieren das seit Jahren bestehende EU-Importverbot für gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Als die europäische Delegation heute Morgen im Weißen Haus ankam, war eines klar: Dies ist kein Routinegipfel, sondern der Versuch, die angespannten transatlantischen Beziehungen langsam wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen. Verschiedene Abkommen im Kampf gegen den Terror sollen die Zusammenarbeit untermauern. Überschattet wurde der Annäherungsgipfel durch den Streit um die Gentechnik. Den Europäern hatte der Präsident ihren vorsichtigen Umgang mit der Gentechnologie vorgeworfen, er sei für den Hunger in Afrika verantwortlich. Das Hauptthema des Gipfels blieb jedoch der Kampf gegen den Terror. Präsident Bush forderte die Europäer auf, sicherzustellen, dass die palästinensische Organisation Hamas nicht durch europäisches Geld unterstützt wird. Ich bitte die europäischen Führer Europas und der Welt, schnell und entschieden gegen Terrorgruppen wie die Hamas vorzugehen. Stoppen Sie die Finanzierung und die Unterstützung, so wie die Vereinigten Staaten es getan haben. Nur gemeinsam könne man den Terrorismus bekämpfen und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern. Sowohl die Vereinigten Staaten wie die EU seien durch den globalen Terror bedroht und man sei entschlossen, ihn zu bekämpfen. Frieden und Sicherheit seien die gemeinsamen Ziele, für die man sich einsetzen werde, so auch der griechische Premierminister und Leiter der europäischen Delegation Simitis. Diplomatische Sprache ist nicht unbedingt die Stärke des Weißen Hauses. Aber trotz des Streits um die Gentechnologie will man sich um eine Verbesserung der Beziehungen zu Europa bemühen. Schon im Vorfeld des Gipfels hieß es, es gebe mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. Milde Töne nach 6 Monaten der Spannung. Einen Tag nach den Gefechten nahe der Provinzhauptstadt Al-Amara konzentrieren sich die britischen Streitkräfte im Irak auf die Suche nach den Tätern. Bei dem folgenschwersten Angriff seit Ende der Kriegshandlungen waren gestern 6 britische Militärpolizisten und mehrere Iraker getötet worden. Die Sicherheitslage in mehreren Teilen des Irak ist zunehmend instabil. Die Spuren am Tatort sind erschreckend. Blutverschmierte Dokumente, leere Patronenhülsen.
kaum vorstellbar, was sich hier in der Polizeistation von Marjah el-Kabir, 200 Kilometer nördlich von Basra, abgespielt haben muss. Allein in diesem Raum sterben 4 der 6 britischen Militärpolizisten. Überwältigt von der aufgebrachten Menge hatten die Soldaten keine Chance. Und auch am Tag danach dominieren Waffen die Szenerie. Hintergrund könnte sein, dass britische Soldaten versuchen, Iraker zu entwaffnen. Die lokale Bevölkerung besitzt Maschinengewehre und Handfeuerwaffen. Im Zusammenhang mit der Entwaffnung hat es bereits Probleme gegeben. Ein von den Briten eingesetzter Gemeindeführer erklärt einem BBC-Reporter, die Soldaten hätten sich nicht an Absprachen für Hausdurchsuchungen gehalten. Auch seien Spürhunde eingesetzt worden. Hunde gelten im Islam als unrein und Räume von Frauen durchsucht worden. So wie heute seien die Iraker aus Protest auf die Straße gegangen. Die Soldaten hätten Schüsse abgegeben, woraufhin die Menge die Station stürmte. Wir überdenken gerade die Sicherheitslage im Irak. Und die Sicherheit unserer Soldaten hat absoluten Vorrang. Wenn die Militärs es für nötig halten, werden wir weitere Truppen zur Verfügung stellen. Was genau in Marjah el-Kabir geschah, wollen die Briten jetzt untersuchen. Fest steht jedoch, die Präsenz der Alliierten wird im Irak zunehmend als Provokation empfunden. 6 tote Soldaten sind der traurige Beweis. Die Bemühungen um einen Friedensprozess im Nahen Osten wurden auch heute wieder von neuer Gewalt überschattet. Israelische Soldaten töteten 4 Palästinenser, darunter 3 Mitglieder der radikal-islamischen Hamas-Bewegung. 2 von ihnen kamen im Norden des Gazastreifens ums Leben, als sie versuchten, in einen Armeestützpunkt einzudringen. Bei einem israelischen Hubschrauberangriff im südlichen Gazastreifen wurden weitere 2 Palästinenser getötet. Potsdams schönster Aussichtspunkt, das Belvedere auf dem Pfingstberg, zeigt sich nach 10-jähriger Restaurierung wieder in neuem Glanz. An der festlichen Eröffnung der Doppelturmanlage aus dem 19. Jahrhundert nahm neben Bundespräsident Rau und Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck auch der Hamburger Unternehmer Otto teil. Er hatte den Wiederaufbau der Ruine mit mehreren Millionen Euro unterstützt. Von Freitag an wird das Belvedere dann wieder allen Besuchern Potsdams offen stehen. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat das älteste Bild von Albrecht Dürer identifiziert. Das Museum erwarb das Frauenporträt vor fast 80 Jahren. Nach einem Vergleich des Werkes mit einem Gemälde, das den Vater des Malers zeigt, steht nun fest, beide Werke sind von Dürer und das Porträt zeigt seine Mutter. Ab September werden die Bilder der Eltern erstmals gemeinsam bei einer großen Dürer-Ausstellung in Wien zu sehen sein. Alexander Vinokurov aus Kasachstan ist Gesamtsieger der 67. Tour de Suisse. Jan Ullrich beendete den letzten Test vor der Tour de France als bester Deutscher auf Platz 7. Die letzte Etappe nach Aarau gewann der Australier Baden Cook. Alexander Vinokurovs Rundfahrtsieg war der größte Erfolg für das Team Telekom in dieser Saison. Der 29-Jährige aus Kasachstan gewann zuvor bereits die Fernfahrt Paris-Nizza und das Weltcuprennen Amstel Gold in den Niederlanden. Der Italiener Giuseppe Guerini als Gesamtzweiter komplettierte die überragende Leistung des deutschen Rennstalls, profitierte allerdings von der Aufgabe des zuvor zweitplatzierten Francesco Casagrande aus Italien. Auf den letzten der 151 Kilometern übernahm Vinokurov, der Olympiazweite von Sydney, sogar die Initiative, um auf den engen Straßen von Aarau jedes Sturzrisiko auszuschalten. Jan Ullrich rollte mit dem Hauptfeld ins Ziel und unterstrich während der 9 Etappen seine gute Form. Den letzten Sprint der Tour de Suisse entschied dann aber der junge Australier Baden Cook für sich. Sven Teutenberg war heute bester Deutscher auf Rang 4. Und nun die Lottozahlen. 5, 10, 11, 27, 39, 48, Zusatzzahl 21, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 4, 6, 1, 8, 4, 2. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 9, 8, 1, 3, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. Juni. Das Hoch über Skandinavien bringt uns morgen wieder viel Sonne. In der trockenen Luft, die es heranlenkt, bilden sich nur wenige Wolken. Über Nordfrankreich liegt allerdings ein Störenfried. Ein kleines Tief, das feuchte und schwülwarme Luft in den Südwesten Deutschlands lenkt. Dort gibt es in den Nachmittagsstunden Quellwolken und Wärmegewitter. Heute Nacht bleibt der Himmel meist klar. Im Norden ab und zu Wolken, in Küstennähe auch ein paar Regentropfen. Morgen scheint fast überall die Sonne. Im Tagesverlauf können sich im Westen und Süden wieder Wärmegewitter entladen.
Abgesehen von Gewitterböen weht der Wind schwach, an der Küste etwas lebhafter aus nördlichen Richtungen. In der Nordhälfte heute Nacht 9 bis 12, im Süden bis 15, am Oberrhein bis 19 Grad. Auch am Tag haben die Temperaturen ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Auf Rügen 20, am Oberrhein bis 30 Grad. An den Temperaturen ändert sich in den nächsten Tagen so gut wie nichts. Allerdings steigt das Gewitterrisiko. Am Freitag erst im Westen, am Samstag und Sonntag dann auch im Osten Deutschlands.